Weil wir treffen uns auch nur in jedem zweiten Spiel, oder? Ja, so ungefähr. Bin wieder direkt in der Mitte gelandet. Meter geht er noch, ne? Ja. Da ist eine Höhle. Ist in der Höhle was oder ist das nur eine Gangstraße? Es gibt auch manchmal drinnen was. Okay, in dieser Höhle war nichts. Sehr beruhigend, wenn man am Anfang schon Explosionen hört. Ich hab da oben ein Haus, ich werde da gleich mal reingehen. Ja, ich bin gut. Mit einem Messer! Da. Ja, das ist sehr schlau von mir. Okay, da ist noch niemand drin. Wie weit bist du weg? 150 oder 170, ja, passt. Komm jetzt. Okay, das Haus scheint wohl eine Ente zu sein. Okay, ich habe einen Medpick bekommen. Und ein Iron for Skin, was auch immer das sein soll. Es gibt den Boost, ich glaube 15% weniger Schaden. Damage, ja. Bisher ist uns alles hier leer. Ah, ich bin da. Okay, bist du da im Haus bei mir? Ja. Okay, ich hab hier nochmal so einen Funkbarrel, das heißt, ich könnte sogar 50 jetzt haben. Nein, 45, mir fehlen genau 5, was für eine Scheiße. Warte mal, hier noch runter, hier müssen wir noch runter, da könnte auch noch was sein. Da habe ich auch schon mal was gefunden, das ist nicht. Da war das. Ja, hier in diesen kleinen Kästen sah was. Ja, die mache ich auch auf. Da ist nur was, wenn was drin ist, ne? Ja, das sowieso. Ich hab einen Hammer gefunden. Hammer Stufe 1. Besser als nichts. Okay, weiter. Möchtest du das Medkit haben oder möchtest du lieber den mehr Schaden? Hm, passt erstmal. Behalt's erstmal oder verkauft. Okay, lass uns wo rausgehen. Aber 5 Punkte kann ich die Kiste öffnen. Ja, wir werden ja noch welche finden, so ist nicht. Ja, kannst ich du auch das mal nicht. Verkauft, ja, aber eine? mehr Schaden ist schon ziemlich geil. Das Ergus Medkit kann ich verkaufen. Das mehr Schaden ist im Falle echt gut. Das bringt 20 Punkte. Das Medkit. Bitte? Geht eher das Medikit behalten. Ne, findest du? Mehr Schaden ist schon im Endkampf ziemlich geil. Und ein Speer, du kriegst meinen Hammer. Speer Stufe 3. Die bringt dann sich nur Messer was, ne? Ja. Okay. Gut, rein theoretisch würde ich sagen, traue ich mich jetzt auch schon auf Leute losgehen. Da unten ist, sammelbar. Wie viel hast du Punkte? 33. Dann nimm du das. Ja, die sind voll viele. Hier höre ich noch irgendwo eins da. Oh, hier unten ist auch ein großer Behälter. Ich sag's. Gut, dann nehme ich das Punkteil. Ja. Punkteil. Lass uns mal nicht zu weit auseinander gehen. Hier rechts bei mir ist auch, glaube ich, noch eins. Okay, wie viel hast du bekommen? 15 gab's. 58 hab ich. Okay. Willst du auf den Airdrop sparen oder möchtest du. Da links hast du noch eins. Nimm das auch mal gleich. Bei mir. Airdrop hol ich 135. Ich bin 85, warte mal. Hä? Warte was? Required to call your Javeliner Airdrop. 85. So schaltest du die wohl frei, hatte ich eben nebenbei gelesen. Wenn du halt die Surprise mir reinmachst. Da oben in, auf der Brücke ist auch so ein Tank. Wollen wir den mal riskieren? Ja. Weil wenn ich 85 nur brauche, dann könnten wir es echt mit dem Airdrop probieren, oder? Ja, ich weiß halt nicht genau, was drin ist. Das wissen wir jetzt aber beide nicht, das werden wir dann rausfinden. Ich hoffe, dass jetzt hier keiner ist.
Ich hab 45, hab ich jetzt. Aber wir werden schon irgendwas in diesem Erdloch drin haben, was uns aber halt hilft, denke ich mal. Also daher sollten wir auf jeden Fall darauf hinsparen. 85 Punkte brauche ich nur, also nur noch 40. Das Teil ist immer noch da oben, also ich glaube schon, dass man da rein theoretisch drauf kann. Hast du hier irgendwo Gegner? Doch. Gut aus, ne? Naja, das glaube ich auch. Ja. Naja, obwohl hier hinten ist noch was zu. Ja, okay. We love sitting up here, pushing the gas button and watching everyone run to the center of the island. And now you can too! Well, you can't sit up here, but we did add a master gas switch to the center arena. Enjoy! Brauchen noch was. Ich habe übrigens keine Fernwaffe, gell? Naja, ich habe einen Bogen, aber nur 6 Pfeile. Ja. Da könnte ich mir mal welche bauen. Vielleicht baust du dir wirklich welche. Ach ja. Hier liegen voll viele Kadaver. Ja, lass mich die mal aufsammeln. 55, wo hast du noch welche? Ja, bei mir. Hinten. Naja, da liegen zwei. Das ist schon mal gut, weil dann können wir echt noch den Airdrop holen. Hast du dann schon? Ja, jetzt habe ich 60. Naja. Mit dem hier. Also ich brauche noch 3 Stück. Wo ist noch einer? Hier unten. Wir brauchen schon noch ein paar, so ist nicht, aber das hat man hinkriegen ohne Probleme. Ja, die einzelnen Fliegen, wenn sie dann noch so wegschwirren. Außer ich nehme wirklich dieses Damage-Ding weg, dann hat man jetzt genügend. Da das Haus, wollen wir da reingehen? Naja, da wird einer gewesen sein, aber wir können es mal probieren. Kadaver. Ja. Noch 10 Stück brauche ich. Hier, im Kühlschrank. Okay, nur noch ein Stück. Passend, glaube ich, 10. Ne, 5. Bring ich nur. Ja. Steht jetzt hier dran. Ich hab mal die Hoffnung, dass hier oben was ist. Da ist nur die blaue Kiste, aber die will ich jetzt nicht öffnen. Hast du 50? Ja. Oben wäre eine blaue Kiste, wenn du die öffnen möchtest. Ah, hier ist die grüne. Mach ich erstmal auf. Die kostenlose? Ja. Ein Back. Nein. Nice. Body Armor. Ich hab. Ich hab auch voll. Dann verkauf's. Ja, verkauf die mal. Ja, dann. Das ist falsch. Wir leben eigentlich noch. Also, wir haben noch neben uns 4 Teams und einen einzelnen. Okay. Oben war noch eine Kiste, oder? Ja, da war dann diese Futzka-Kiste. Jetzt hätte ich schon fast das für den Airdrop. Ja, je nachdem, was du möchtest. Ich warte auf den Airdrop. Ja gut, dann lass mich aber mal, lass uns weitergehen. Da ist noch eins für mich, jetzt kann ich einen Airdrop machen. Ja, können wir doch hier oben. Lass uns versuchen, weiter rauszugehen. Den nächsten kannst du dann nehmen, gell? Also die nächsten Sachen wieder. Willst du gleich den hier nehmen? Ich kann aber auch mal. Ja, sollen wir den gleich nehmen? Ja, dann mache ich jetzt. Naja, wir haben halt keinen. Das dauert halt ewig, bis wir jetzt kommen. Ja, ist ja egal, lass uns weggehen. Also auf die Seite. Das ist vielleicht nicht der beste Platz für einen Airdrop, oder? Ach, das ist am Rand der Map. Echt? Oh, da ist eine braune Kiste. Mal sehen, was drin ist. Und es ist eine Crowbar. Vielleicht brauchst du die jetzt in der Kampfwaffe. Ja. Da unten ist eine. Noch eine graue Kiste. Jetzt ist aber Verarschung, oder? Da ist noch eine. Was geht denn ab? Und da ist eine Javelin. Speer. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, was da drin sein wird. Das ist nicht so cool. Na egal. Kann man verkaufen. Kannst mitnehmen. Ja, ich hab noch keine Rüstung. Baust du dir gerade an? Ja. Jetzt aufpassen, weil jetzt gerade der Airdrop da ist.
Ja, schießen runter. Ach, kannst du nicht, ne? Nein. Boah, das dauert ja ewig. Hab einen runtergeholt, ne? Sehr gut. Mach ihn auf. Mal schauen, was drin ist. So, drei Speere. Aha. Kannst du den noch annehmen? Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Jetzt wissen wir, ich hatte die Hoffnung. Alter, es sind da ewig, ich sag mal, ewig viele Speere. Das ja, scheiße. Dann lass zurück, lass es verkaufen. Ja, warte mal, ich muss mal meinen Rucksack. Meinen Airdrop holen. Ach, es geht ja nicht an der kleinen Stelle. Ne? Okay, gut, dann lass uns verkaufen gehen. Speer. Ja, wir haben jetzt alles. Ich habe eben Zeug verkauft. Hast du auch zwei Speere? Dann haben wir alles, okay. Ja, jetzt habe ich drei Speere dabei. Zwei mit Stufe. Eine mit Stufe 3 und zwei mit Stufe 2. Ja. Da vorne ist ein Airdrop. Möchtest du den gleich nutzen? Ja. Oder wollen wir erst verkaufen und Platz haben in meinem Inventar? Ich hab Platz. Ich nicht. Wo sind... Du weißt ja nicht, was du kriegst. Ja, wenn das du... weiß ich auch nicht. Deswegen. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir davor was verkaufen könnten. Aber hier in der Nähe finde ich jetzt auch nichts zum Verkaufen. Doch, da oben. Ja, da wäre schon was gewesen. Oben ist ein Haus, da hätten wir es verkaufen können. Ja, egal, wenn was Besseres drin ist, nehme ich natürlich mit. Ah, doch, schnell was, eins verkaufen. Oh, schnell. Ich hoffe jetzt nur, dass uns keiner deinen Airdrop klaut. Nee, so schnell ist der nicht da. Wobei, er kommt, glaube ich, gerade. Ja. Ein Stamm. 20 Punkte, Bro. Naja. Bei drei Stück. Das ist viel. Geht schon. Ja. Und? Body Armor. Armor, das Speer. Die ist gut, die Kiste. Das ist der nochmal besser. Ist auf jeden Fall besser als mein Speer. Hast du alles, was du nehmen kannst? Ja. Okay. Also ein Juicy springt fast, hit hard und viel ist pain. Okay, ich habe eine Rüstung, die werde ich auch schnell verkaufen, oder? Gehen wir nochmal zum Haus zurück, wo ich ja, war? Ja, zum den Speer verkaufen, dafür behalte ich das andere. Nee, danke. Achso, ja, deinen großen Speer, den behältst du, ne? Den anderen links, Speer meinst links du? Links sind Spieler. Laufen die uns nach? Verkauf schnell. Weiß ich nicht. Ich hab's nur gehört. Willst du die Orange News haben? The few minutes sprint faster, hit harder and feel less pain. Ja, das ist das Beste, was es gibt. Hast du Rüstung? Rüstung hast du, oder? Rüstung habe ich, ja. Okay, dann brauche ich die. Okay, ich könnte jetzt eine Kiste öffnen. Ist da drin eine? Ne, die ist geöffnet. Okay, das Gas kommt. Vielleicht sind wir unterwegs eine Kiste. Ist aber immer gleich, sobald es möglich ist, ist immer ein Spieler da, der es ausnutzt. Ne, wie viel haben wir denn noch? Drei Teams gegen neben uns. Und nur einer hat wirklich Kills gemacht davon. Boah, zwei Stück. Muss ja nichts heißen, ne? Aber er wird schon was können. Ja, dadurch hat er halt voll viele Punkte. Warte mal, da vorne, glaube ich, war immer auch oft eine Kiste. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Hier vorne war einer. Die ist aber offen. Ist die offen? Da liegt auch jemand. Lass uns mal zu der Leiche gehen. Ach, da vorne können wir vielleicht mal schauen, ja. Der hat nichts mehr. Weil wenn du drei Leute killst, dann brauchst du nicht mehr alles. Das ist halt so. Verkaufen die. Das nix. Doch, hier liegt noch. Da unten ist eine Explosivkiste nur. Voll viel noch. Eine Alpha-Gun.
Die ist halt eigentlich scheiße. Verkauf nicht viel. Ja, ich verkauf sie auch. Lass mich durch. 10. 10 Punkte. Ich habe jetzt 79 Punkte. Da muss eine rote Kiste, eine blaue Kiste. Ich mach die blaue. Ja. Speer. 3. Dieses, welches Speer? Ja, den, was ich hab. Ja, ich verkauf den auch mal. Oder, ja, ja, doch. Hast du noch, kannst du rein theoretisch noch einen Airdrop anfordern? Nee. Ich habe 11 Credits. Okay, ich habe jetzt 100. Wir könnten also rein theoretisch 2 Kisten öffnen, wenn wir die finden. Lass uns da vorne mal in das Haus gehen. Vielleicht haben wir da einen drin. Aber wir sind jetzt schon sehr nah in der Mitte. Da rechts oben ist noch ein Tank, aber den würde ich jetzt nicht mehr holen. Oh, Alter, dieser Alarm, ne? Wer hat es aktiviert? Ist das sicherlich irgendwo eine blaue Kiste, oder? Oder auch nicht? Nee. Das Gas ist schon da, ne? Ja. Ah ne, das ist anderes Gas. Ach, das, aber das Gas kommt auch noch. Andere, das Gas kommt aber. Ah, oh, das sind zwei Spieler! Wo? Draußen? Südseite, Südseite, Südseite im Haus. Außerhalb noch. Runtergejumpt. Ja, ich bin runtergejumpt jetzt. Bist du im Haus noch? Ja, oben drauf. Oh oh, ich bin unten. Kommst du runter? Au, 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 weiter. Ich bin tot. Ah, ah, ich bin tot. Ja, es waren 4 Leute. Ja. Ah, ich muss sagen, wir schauen uns jetzt noch das Rest an. Ich habe auch fast keinen Schaden gemacht, also. 65. Belohnung habe ich trotzdem bekommen. Du hast eine Belohnung bekommen, weil ich auch einen Orange Solid Bonnie Head. Ich mach mal den Spectre-Modus an. Okay, es sind jetzt noch genau 2 Teams übrig. Da geht's ab. Wo geht's ab? 3? Ah, da. Acton und den anderen. Was? Wer schießt denn da rum? Ah, er hat ein Gewehr, okay. Aber er trifft nichts damit. Er hat aber einige Kugeln, ne? Und da hat er. Und da kommt der nächste. Alter, was machen die hier, ey? Missionen. Aha. Gut, da muss man jetzt einfach zugeben, wir haben gute Gegner. Guck mal hin, der hat 2 Waffen dabei. Ne, eine, aber nur. Zack, nochmal zum Kotzen bringen. Wunderbar. Boah. Die ist fast tot, die Nestle. Okay, sehe ich das richtig? Das ist noch ein 2er-Team und ein 1er da. Das 2er-Team verbindet sich gerade, der Einzelne mit seinem. Ja. Pfeil und Bogen, ganz ruhig, ganz gechillt. Danke. Das war ja schon der Final Fight quasi. Wir waren schon im Final Fight, würde ich behaupten, ja. Ja. Ja, es ging halt diesmal ziemlich schnell, also nicht so wie wir es auch normalerweise machen, immer im Hintergrund halten oder sowas, sondern wir wurden halt instant angegriffen, aber es war halt schon das Ende. Ich meine, alle Gruppen waren da, sie waren schon komplett aufgerüstet, was hätten sie noch tun sollen? Wie sie ihn jagen, ne? Was will sie jetzt eigentlich noch machen, dass sie überlebt? Ich glaube, sie hat den Perk, dass sie immer wieder Leben kriegt, oder? Ja, könnte sein. Naja, gut, sie ist natürlich. Ich will ja nichts mehr sagen, aber sie hält sich gar nicht mal so schlecht, ne? Eine andere blutet gerade. Oben, gute Position, würde ich sagen. Ah, schau hin, die ist jetzt nicht merken, wo sie hin ist. Ah, da ist sie in die Falle getreten. Das war natürlich jetzt nicht gut. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen für sie. Ich meine, sie kommt zwar noch raus, aber sie wird sie nicht überleben. Oh Gott, hat sie viel gebraucht. Aber wie er mit dem Hammer nachläuft. Wie er halt mit dem Hammer nachläuft, ne? Naja, soll einfach mal nerven. Versucht sie jetzt hier 5 Minuten lang zu überleben? Pfeil und Bogen, der Typ erwischt sie auch nicht. Das ist schon auch traurig. Ja, Stamina ist halt auch weg.
Ja, aber gut, vom anderen halt auch, oder? Oh ja, er kriegt ihn hinterher. Sehr krass, halt auch. Ja, auch mal schön zu sehen, ne? Oh. Wie sie es versucht hat. Oh, leck, jetzt gibt's der zweite Stufe. Das heißt, jetzt geht dann nur noch der Innenkreis. Ah, okay. Die Waffe. Ist dir eigentlich bewusst, dass das Gas gleich näher kommt? Vielleicht Absicht. Möglich, dass sie vielleicht danach reinläuft. Na, Pfeile haben sie aber auch nicht mehr. Das ist auf jeden Fall eine Kämpferin, also das kannst du schon mal sagen. Wow, krass. Was? Haben die sich gerade gegenseitig geschlagen? Die wegrennen. Oh nein. Ja, das war's jetzt. Toll. Die Falle. Voll die Falle kann es manchmal entscheiden. Na, so ist das. Aber gut gekämpft, muss ich sagen. Also alleine gegen die beiden hätte mich dann am Ende gar nicht mehr überrascht, wenn sie es wahrscheinlich sogar noch geschafft hätte. Ja. Man weiß es nicht, aber es war gut. Gut, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause und essen was? Ja. Genau. Oh, mit den Skills und mit den Perks, ey, das ist... So viel und du musst deine eigene Spielweise noch lernen, du musst noch überlegen. Du musst deine eigene Spielweise noch lernen, du musst noch überlegen, wie machst du was und so, das ist schon krass. Ja, ich hätte halt... Das Damage im Rücken ist halt, denke ich mal, gerade zu zweit. Haut das voll rein. Ja, wir sollten vielleicht das Damage im Rücken uns noch mal überlegen. So mit Speer zum Beispiel ich und du vielleicht mit Messer. Ich glaube, ich wechsle das auch. Weil du hast schon recht, also man haut schon echt oft einfach mal so in den Rücken rein. Aber was soll ich dafür aufgeben? Meine Rüstung, mein Deck, der ja eigentlich, ne? Aber Leck, der hat mir auch schon oft das Leben gerettet. Ja, ich laufe halt jetzt Standard nur noch. Obwohl, nee, ich mach das Tough Mudder mache ich raus und dann mache ich Running with Knives. Armora hast du aber auch nicht drin, oder? Doch. Ich habe jetzt die Rüstung, Rennen mit Messer und brutal halt in den Rücken. Okay, weil ich werde jetzt dann einfach das reinmachen, dass ich brutal im Rücken bin mit dem Speer. Und Airdrop lasse ich mal auf Surprise Me, damit ich die mal freischalte. Ja, stimmt, das kann ich jetzt mal kurz nachschauen, ob ich das jetzt freigeschaltet habe, ne? Warte kurz. Ja, also bei mir ist das drin, das Zyklops jetzt. Ja. Das ist schon, aber der war schon ein bisschen erbärmlich, ne? 3 Speere. Wow. Und dann noch eine Stufe 2 Speere. Der hat auch nur 85 gekostet, ne? Ja, deswegen, das geht, wenn du auf Speere gehst, da kannst du halt auch einen werfen, ne? Stimmt. Genau. 2, 3 Speere. Genauso 3 Speere dabei. Batz, batz, batz. Was ich immer dafür vergesse. Noch, du dafür kannst, wahrscheinlich auch gedacht, ne? Ja, und du kannst ja auch die Waffen quasi beim normalen Schlagen aufladen. Wenn du gedrückt hältst, dann schlägst du stärker zu. Weil beim Damage ist ja angegeben von bis. Und das ist halt voll aufgeladen, machst du halt vollen Damage. Okay. Das beachte ich halt auch nie. Wenn der Gegner blockt, zum Beispiel, dann kannst du kurz aufladen und wenn er dann zuschlagen will, dann lässt er halt gehen ja. Ins Gesicht. So, ich habe ihn jetzt drinnen. Ja, 3-mal Javelin-Ding. Ich lasse aber auch Surprise Me mal drin. Vielleicht finde ich da noch einiges Interessantes. Ich meine, es ist schon nicht schlecht, denn du sagst, du hast so ein... Du zum Beispiel hier mit dem Torch-Topf. Du kriegst halt da einfach schon mal einen Hammer Stufe 4, schon geil. Ja. Aber man muss halt auch erstmal kriegen. Das sind halt 120 Credits, die du brauchst, ne? Also ich kann mir aber auch vorstellen, dass es sich lohnt, nur auf die Airdrops zu gehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wie wir es einfach oft gemacht haben, dich immer im Hintergrund hältst und nur auf die Airdrops sparst. Wenn du richtig gute Airdrops hast, dann bist du schon mal top ausgerüstet. Dann hast du immer eine Chance, auch zu gewinnen. Ja, dann müsstest du wahrscheinlich... Ja doch, wenn wir beide als Midi-Waffe zum Beispiel einen Speer nehmen, dann kannst du mich mit dem Speer ausrüsten. Mit deinem Airdrop quasi. Den du eben hattest zum Beispiel. Ja. Und dann müsste es noch einen anderen geben. Ne, bei den großen Waffen gibt es halt nur einzeln. Sonst. Bogen. Großen Waffen gibt es nur eins. Ja. Hatte ich halt auch schon überlegt, dass du den Bogen halt. Gibt es noch einiges. Ich glaube, da sind wir noch nicht nochmal annähernd. Aber ja, das Problem ist, du nimmst einen Bogen mit, dann fehlt dir irgendwas anderes. Oder du hast einen Bogen, dann ist der Herdjob für den Arsch.
Es ist halt... Schwierig, ja. Schwierig, wolltest du sagen? Ja. Okay, ja gut, dann belassen wir es erstmal dabei. Und sagen ciao. Bis zum nächsten Mal. Und ich esse jetzt was, ich hab Hunger. Ja. Hunger. Ah.